O Herr, lass mich dastehen, wo die Stürme wehen, und verschone mich nicht. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte keine Bergpredigt halten. Nein, der Eingangssatz stammt von meinem politischen Ziehvater Ottmar Schreiner und ich habe ihn oft von ihm gehört. Dieser Satz zeigt Geradlinigkeit, Standhaftigkeit und vor allen Dingen Mut, auch in für die Sozialdemokratie schwierigen Zeiten. Auch dann, wenn die neoliberale Hegemonie erdrückend erscheint. Er zeigt, dass wir niemals, aber auch niemals unseren sozialdemokratischen Kompass aus den Augen verlieren dürfen, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, und was ist mein sozialdemokratischer Kompass? Und wo stehe ich nun konkret? Ich bin geboren irgendwann in den 70er Jahren als Kind einer Gastarbeiterfamilie im Kreuzberger Wrangelkiez. Meine Eltern hatten den Wunsch, wie so viele Eltern, nämlich, dass es mir und meinem Bruder besser gehe im Leben, doch sie hatten nicht die Mittel dazu, die im sogenannten Bildungsbürgertum zum alltäglichen Leben gehören. Dieses Manko, ja, man kann es Manko bezeichnen, konnte ich dank sozialdemokratischer Politik ausgleichen, und zwar durch den Besuch einer Ganztagsgrundschule. Und ich meine, das war einer der ersten Ganztagsgrundschulen in Berlin damals. Ich habe parallel Freundinnen scheitern sehen, die nicht dieses Glück hatten, und ich sage ganz bewusst Glück. In meiner Ganztagsgrundschule wurde ich mit vielem versorgt, mit Büchern, mit Theaterbesuchen und mit vielen anderen kulturellen Angeboten. Meine Neugier wurde geweckt, mein Blick geschärft, auch für soziale Fragen. Ich bin in SO 36 aufgewachsen, liebe Genossinnen und Genossen, und dort gehörten und gehören noch heute soziale Fragen zum alltäglichen Dasein. Und ich habe mir Fragen gestellt, Fragen zur Gerechtigkeit, zur Verteilung zwischen Arm und Reich, zur Teilhabe von Menschen, die nicht mit dem viel zitierten goldenen Löffel im Munde zur Welt kamen. Schnell habe ich mein Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge entdeckt, weil Verteilung genau dort anfängt. Bekommt jemand einen gerechten Lohn für seine Arbeit? Wohin fließen die Gewinne? Beteiligen sich die, die Gewinne erzielen, ihren Möglichkeiten entsprechend am Gemeinwesen? Und so war es nur logisch, dass ich mich nach dem Abitur für das Studium der Volkswirtschaftslehre entschloss. Und ich sage auch, es ist nicht die vermessene Sicht einer Ökonomin, dass die Ökonomie das zentrale politische Feld ist. Aber ohne eine gute Ökonomie ist alles nichts. Schauen wir nach Südeuropa. Dort sehen wir, was man mit einer falschen Weichenstellung in ökonomischen Fragen anrichten kann. Das Merkelsche Spardiktat bestraft die Menschen und lässt die davonkommen, die die Krise verursacht haben. Die Zukunft einer Gesellschaft, die Jugend, steht mit leeren Händen da. Gut ausgebildet, wie in Spanien, können sie ihrem Land nicht das zurückgeben, was sie selbst an gesellschaftlicher Solidarität erfuhren. Ich habe zurzeit eine Freundin aus Portugal da. Auch sie ist Opfer der Krise. Sie sitzt irgendwo da hinten. Hallo, Patricia. Ja, um halbwegs existieren zu können, müssen sie ihr Land, müssen Familien und Freunde verlassen. Per Steinbrück hatte das eben angesprochen. Ein Volk guter Nachbarn sieht anders aus, liebe Genossinnen und Genossen. Doch wir müssen nicht weit blicken, denn wer kennt sie nicht? Die Flaschensammler. Sie prägen mittlerweile unser Straßenbild. Darunter sind auch viele Rentner, die von ihrer Rente nicht angemessen leben können. Und ich sage,
Das ist nicht die Gesellschaft, in der wir leben wollen. Nicht wahr, liebe Genossinnen und Genossen? Mehr denn je stehen wir am Scheideweg. Die Entscheidung ist klar. Egoismus oder Gemeinwohl? Unsere Entscheidung als Sozialdemokraten dürfte klar sein. Und dazu gehört, dass wir den Starken mehr abverlangen, dass wir eine von sozialdemokratischen Werten geprägte Politik denen das Vertrauen geben, die es verloren haben. In uns, in die Solidarität, in die Demokratie. Es denen zurückgeben, für die Gerechtigkeit nur ein Schlagwort ist, weil dieser Vertrauensverlust unsere Demokratie schwächt und jene stark macht, die keine offene Gesellschaft wollen. Und zur Ehrlichkeit einer Sozialdemokratin gehört auch, dass sie hier steht und sagt, wir haben das mit zu verantworten. Und deshalb ist es wichtig und richtig, dass die Partei Korrekturen an der Agenda 2010 vornimmt. Denn wer, wenn nicht wir, mit unserer 150-jährigen Geschichte, die deutsche Sozialdemokratie, hat die Kraft, aus Fehlern zu lernen. Reformen sind im Sinne der Menschen da und nur mit uns möglich. Daran möchte ich mitwirken, liebe Genossinnen und Genossen, und die Genossinnen und Genossen in der Fraktion unterstützen, die bereits früh auf Fehler hingewiesen haben, möchte den Schulterschluss mit den Gewerkschaften, und zwar nicht nur mit Worten, liebe Genossinnen und Genossen, sondern auch mit Taten. Glaubwürdig. HG Lorenz hat das eben angesprochen. Schließlich war ich erst Gewerkschafterin und wurde dann Parteimitglied. Und so mache ich mir den Eingangssatz zu eigen und sage, O Herr, lass mich dastehen, wo die Stürme wehen und verschone mich nicht. Und ich bitte euch, mich genau dorthin zu stellen, bitte euch um eure Unterstützung auf meinem Weg in den nächsten Deutschen Bundestag. Vielen Dank.